Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Sky Saga. Spring nochmal bitte. Los! Aber ich finde das großartig, Leute. So, bitte nicht wundern, dass es jetzt wieder hell ist. Ich hatte leider ein kleines Problem mit meiner Maus gehabt, aber das war jetzt eher ein Hardware-Problem meinerseits und musste deswegen jetzt das Spiel nochmal neu starten. Wir sind aber immer noch in der gleichen Welt, es ist jetzt nur gerade wieder hell geworden. So nebenbei. So, dann lass mal weiter erkunden und ich merke, ich muss meinen Stuhl mal ein bisschen weiter nach oben machen, weil ich sitze mir. Da ist gerade ein bisschen niedrig. Also ich euch zwar nicht tangiert, weil ihr seht das ja nicht, aber mich tangiert das. Ich krieg das ja mit. So, was müssen wir noch machen? Wir müssen noch 5 Federn sammeln. Ach, die haben jetzt gar nicht gezählt. Okay, wir sollen die richtig ernten, die Federn, wie es aussieht. Das heißt, wir müssen dann nochmal ein paar Hühner jagen. Einen Bogen haben wir auch. Das heißt, die eine Quest kann man... Ah, da ist ein Wolf, Leute. Achtung. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Er kommt immer näher, kommt immer näher. So, da werden wir. Und schon haben wir 1 von 5 getötete Enemy-Gegner mit dem Bogen. So, wenn ich ja nochmal drauf haue... Kommt hier noch was bei rum? Na wunderbar. Jo. Guckt mal hier, Leute. Hier ist die Küste. Also da hinten, da kommen wir bestimmt auch irgendwie hin. Ne? Genauso wie man hier oben. Das habe ich euch ja auch noch nicht gezeigt. Das war ja nur bei unserer Heimatinsel so. Ey, irgendwann müssen wir uns auch mal hier hochbauen. Das habe ich alles noch nicht ausprobiert. Ich könnte mir aber vorstellen, dass da ganz tolle Sachen auf uns warten. So, ich überlege jetzt nur gerade, wollen wir in die Richtung gehen? Oder wollen wir... Oh, guck mal da hinten. Da ist eine Windmühle. Lass mal zu dieser Windmühle da gehen. Das sieht gut aus. Und da hinten ist auch ein großer Eisberg. Ey, da müssen wir überall mal vorbeischauen auf jeden Fall. Müssen wir überall mal vorbeigucken. Riot? Ist das ein Spieler? Wartet mal. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Spieler ist. Ja, guckt mal, Leute. Hey! Das ist auf jeden Fall ein Spieler. Guckt mal, er hat doch links unten was geschrieben. Hi. Oh, cool, 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 das freut mich. Und es wird ja auch dann zwei diesen PvP-Modus geben. Bon moi, choix, AK. Okay, keine Ahnung, was er da sagt. Ist das Französisch? Ich habe keine Ahnung. So. Okay, lass mal weitermachen. Oder nein, das ist gar kein Spieler. Ist das ein Questgeber? Das kann natürlich auch sein. Nee, guck mal, der... Nee, der hat mich gerade gefragt, der Questgeber, ob ich aus Vietnam komme. Alles klar, das ist kein Questgeber, das ist ein Spieler. Oh, großartig. So, ich werde aber trotzdem mal ein paar Schafe mitnehmen, weil da kriegen wir nämlich Futter, wo wir dann unser Leben wieder regenerieren können. Und wie gesagt, das hatte ich ja letzte Folge schon erwähnt. Das funktioniert hier trotzdem nochmal ein bisschen anders. So ein bisschen charmander, finde ich. Das werde ich euch dann zeigen, sobald wir ein bisschen Leben verloren haben. Nein, ich bin kein... Ja, ich sollte vielleicht noch antworten. Moment, ich habe vergessen zu antworten. So. Ich hoffe, er liest das noch. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit dem Chat hier funktioniert. Also mit dem Chat habe ich mir noch nicht so angeguckt. So. Alter, hier oben. Wenn die Musik kommt, ist irgendwo ein Gegner. Oh, da hinten, Leute. Oh, ein Banditkämpfer. Der hat dann irgendwas Gutes für uns bestimmt. Ich weiß es nicht. Und den hauen wir mal schnell weg hier eben. So, ist auch schon down. Was ist denn das? Ist das ein Dolch? Oder nee, das ist einfach nur ein spitzer Stein, den der jetzt fallen lassen hat, so wie es aussieht. Nee, gut. Nehme ich auch mit. Ah ja, hier, guck mal. Komm mal hier. Ich brauch die Feder. Na komm. So, 3 von 20. Wunderbar. Wie gesagt, ne, wenn wir die Quest lösen, kriegen wir in verschiedenen Punkten und in verschiedenen Rubriken dann Erfahrungen und schalten dann neue Sachen frei. Ich weiß aber noch nicht, was wir dann alles freischalten. Ob das dann noch Rezepte sind oder ob das auch Skills sind. Denn es kommt ja auch jetzt bald der PvP-Modus. Und da bin ich dann auch mal drauf gespannt. Also richtig so PvP-Arenen und so weiter und so weiter. Und guck mal, da ist die Windmühle. Was haben wir hier? Das müsste, glaube ich, sowas wie Baumwolle sein oder so. Das ist ja wirklich nur das erste Portal und das ist schon riesig. Ich war ja schon mal hier gewesen. Ich habe ja schon über eine Stunde hier verbracht. Aber hier, das kenne ich alles noch nicht. Das ist unglaublich. Ah, ich stehe auch immer noch total auf den Sound, wenn man hier die Erde weghackt. Das ist total cool gemacht. Das ist so gut. Ja, lass mal die Windmühle checken, ob wir irgendwas finden. Ein Schwert habe ich immer noch nicht gefunden, oder? Ich bin auch fast schon voll. Das ist ein bisschen ärgerlich. Guck mal, da geht's rein.
Na gut, lass mal in die Mühle hier reingehen, Leute. Ja. Na komm. Oh, hier ist es wieder dunkel. Was ist das hier? Ah, guck mal, da sind wir die tollen Dinger drin, wo der tolle Sound kommt. Ey, ohne Scheiß, selbst wenn die überhaupt keine Nutzen hätten, ich würde die trotzdem weiterhin alle einsammeln, weil ich total auf diesen Sound stehe. Ich finde das großartig. Das erinnert mich ein bisschen an Super Mario oder so. Ich finde das spitze. Ich gehe mal davon aus, wie gesagt, dass das hier so ein bisschen die Währung sein wird. Aber ich habe hier leider noch keinen NPC-Händler oder so entdeckt. Muss man mal schauen, ob wir irgendwie sowas mal finden. Muss ich auch bedenken, das Spiel befindet sich ja noch mitten in der Alpha. Dafür finde ich aber, zumindest was ich bisher gesehen habe, dass das alles schon sehr, 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 sehr cool ist. Also das ist schon großartig. Und ich habe ja, wie gesagt, schon eine Weile gespielt. Und bin trotzdem motiviert weiterzumachen. Und das ist bei einer Alpha nicht immer der Fall. So, das nehmen wir auch noch mit. Ich muss trotzdem immer mal ein bisschen schneller machen, weil das wird dann bald wieder dunkel. Und wenn es dunkel ist, ist es immer blöd, weil dann sieht man nicht so viel. Das hat nämlich die Dunkelheit, beziehungsweise die Nacht so an sich. Und das nervt immer ein bisschen, finde ich zumindest. Das ist so gut. Ah, guck mal, hier ist wieder eine Truhe. Sehr, sehr gut. Aber das ist nur so eine kleine Truhe. Die Truhe, die wir letzte Folge aufgemacht haben, das war ja so eine große gewesen. Die hat geleuchtet. Hier ist nicht ganz so viel drin. Ah, guck mal, hier steht es jetzt. Ah, seht ihr, guck mal, weil das Ding ist, wenn man das hier macht, da hat man kein Overlay, deswegen, aber das erste Mal, dass ich jetzt ein Overlay hier habe. Okay, also das ist die Währung, die man hier benutzt, um verschiedene Items zu kaufen. Also habe ich da schon richtig gedeutet. Aber wie gesagt, ich würde die auch einsammeln. Einmal wegen dem Sound, weil ich den Sound toll finde. Die Truhe kann ich doch bestimmt noch kaputt machen, oder? Nee, kann ich nicht. Okay. Wir haben eine Riesenkerze. Die ist wirklich riesig. Was haben wir denn jetzt eingesammelt? Iron Rod. Okay, das haben wir jetzt neu in Chronik bekommen, weil das hatten wir davor noch nicht. Das kann man dann auch wirklich alles einsehen. Ich weiß nicht, ob man dann auch schon sich angucken kann, was man dann daraus jeweils immer machen kann. Die Materialien. Das hier haben wir eingesammelt. Und das können wir herstellen aus 12-mal Eisenerz, so wie es aussieht. Und macht zum Beispiel Metallhandschuhe. Okay, und aber auch noch andere Sachen, wenn wir Architekt im Level höher kommen. Okay, alles klar. Also auf jeden Fall können wir dann schon mal, wenn wir in den Skills hier nach oben kommen, können wir dann neue Rezepte freischalten. Ja. Aber ich fände es natürlich cool, wenn man dann über die Zeit irgendwie auch noch ein paar Skills bekäme. Und mich würde ja nicht wundern, wenn das hier irgendwann so der Fall wäre dann. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier schon ultra viel zu entdecken, was ich großartig finde. So. Blue Sheet, White Sheet, okay. Und Papier. Und dann wieder 7-mal. Und wir sind voll, das ist ärgerlich. Ich werde mal das Fleisch vom Wolf wegwerfen, wir haben ja was vom Schaf. So. Was können wir denn noch weghauen? Spitze Steine könnte man weghauen, die Wolle könnte man weghauen. Was ist das hier? Bone Fragment. Weiß ich jetzt auch nicht, wofür das ist. Das ist ein bisschen blöd. Was ist das hier? Baumwolle. Okay, ich werde mal die Baumwolle wegmachen. So. Ja, wir müssen dann unbedingt wieder in unser Zuhause zurück, dass ich erstmal ein paar Schatztruhen herstellen kann, dass wir das ganze Zeug dann ablagern können. Das wäre irgendwie ganz cool, wenn das klappen würde. Weil jetzt voll sein schon, das nervt ein bisschen. Und es wird schon dunkel. Ich habe schon bestimmt die Eule gerade gehört. Oh, hier ist auch ein Bett. Da kriegen wir wahrscheinlich ein Holz bei raus, oder? Was ist das denn hier? Ich weiß es nicht, aber wir sind jetzt schon wieder voll. Das ist ein bisschen blöd. Also ich muss dann erstmal irgendwann nach Hause kommen. Ich werde aber noch ein bisschen erkunden, definitiv. Um das ganze Zeug zu lagern, was wir haben. Das sieht auch creepy aus mit dem Schatten hier. Oh nein, es wird dunkel. Das ist gruselig, das ist gruselig. Ich bin hier wirklich immer noch am Rumprobieren, alles kaputt hauen und gucken, ob irgendwas Cooles bei... Ah, irgendwas Cooles bei rumkommt. Hey, Dude. Ne? Kann ich auch noch mitnehmen hier? Oh, mein Rucksack ist voll. Okay. Hätte sein können, dass ich das irgendwie schon habe. Was ich gerade mache? Was mache ich denn gerade? Ich entdecke die Welt. So. Alles klar, Leute. Dann machen wir weiter hier.
Er kann uns ja folgen, wenn er will. Macht er auch, so wie es aussieht. Willst du mitkommen? Ich muss so sagen, die Schatteneffekte sehen auch ganz witzig aus, ne? Ah, guck mal, hier so eine Pflanze, die müssen wir töten für die eine Quest, Leute. Oh, die ist ja gruselig. Die ist ja riesig. Okay, Leute. Achtung, machen wir jetzt zusammen hier. So, ist down, okay. Die ist ja doch schneller gefallen als erwartet. Nimm, 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 nimm. Oh, jetzt hat er mir das... Hat er mir das jetzt weggesammelt? Jetzt steht er voll da drinnen. Das ist natürlich jetzt blöd. Wartet mal, ich muss mal... Ich bin ja sowieso voll. Ich muss mal... Ich werde einfach mal diese Blüten weghauen. So. Jo, hätten wir. Guck mal, wie viel brauchen wir denn noch? Immer noch 10. Ach, ich dachte, das wäre das jetzt hier. Da steht aber immer noch 0 von 10. Das ist merkwürdig, das ist merkwürdig. Das sollte eigentlich nicht so sein. So, aber wir machen jetzt hier einfach mal weiter. Da hinten leuchtet es auch. Wir werden jetzt einfach noch ein bisschen weiter erkunden. Hier haben wir noch ein Chicken, das nehmen wir auch gleich noch mit. Oh. So, aber das zählt jetzt mit den Federn. Wunderbar, das hat jetzt gezählt. Was machst denn du? Aber nicht mich von hinten irgendwie erstechen oder so. Nicht heimtückisch sein. Das wäre gemein. Das wäre wirklich gemein. Mach ein Chicken. Dann komm mal her. Huch! Oh, guck mal, das ist reingeplumpt. So, jetzt muss ich ja nochmal draufhauen. Wo man ganz doll vor aufpassen muss, ist, dass man nicht hier in das Wasser reinfällt. Das ist mir einmal passiert. Und ich habe wirklich eine halbe Stunde gebraucht, um dann wieder irgendwie an Land zu kommen, weil das hier alles total hohe Klippen sind. Ja, da muss man aufpassen. Hinten, da hinten leuchtet es. Da, wo es leuchtet, ist eigentlich immer irgendwas Cooles. Deswegen muss ich da einfach auch mal nach hinten gehen. Da auch, guck mal. Also da müssen wir dann auch mal vorbeischauen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen der Vorteil an der Nacht, ne, dass man trotzdem besser sieht, wo was Cooles sein könnte. Da hinten ist schon wieder so eine böse Pflanze. Das ist ganz da oben auf dem Berg, Leute. Okay, da würde ich auf jeden Fall dann gleich mal vorbeigucken wollen. Ach, guck mal einen an. Hier ist es nicht so schlimm, wenn man ins Wasser fällt. Aber hier sind überall diese Klippen. Muss ich mir merken, dass wenn man hier irgendwo ins Wasser fällt, dass man hier hin muss. Dass hier ein Ufer ist. Ich würde jetzt nochmal probieren, diese Pflanze zu töten. Ich werde jetzt nochmal sehen, ob ich jetzt vielleicht diesen Baustoff dafür bekomme. Vielleicht hat er das ja auch irgendwie gekriegt oder so. Komm drauf jetzt hier. Ich muss unbedingt mal irgendwie Schwerter finden. Jetzt hat's gezählt, Leute. Okay. Dann hat's vorhin anscheinend irgendwie nicht gezählt. Ne, er geht nach Hause. So. Na schön. Haben wir mal einen kennengelernt aus Vietnam. Ist ja auch großartig, wie ich erst dachte. Es wäre ein NPC dann zwischendurch. Aber ein NPC würde uns nicht fragen, ob wir aus Vietnam kommen. Das wäre sehr verwirrend. Alter, Bärenpelz. Okay, da bleibt aber leider nichts übrig, wenn man das kaputt macht. Nochmal Licht bitte. Ah, eine Truhe. Leute, ein gelbes Schild. Cool, das hatte ich ja noch nie ein Schild hier gefunden im Spiel. Oh, da freue ich mich jetzt. Ich überlege nur gerade, für was wir das jetzt... guck mal, das ist ja auch selten. Okay, ich sehe das jetzt auch gerade, dass das hier so ganz leicht dezent mit so einem Kreis hinterlegt ist dann anscheinend, wenn das selten ist. Das ist mir da vorne gar nicht aufgefallen. Was ist denn das hier? Tatch. Ist das Heu? Ah, nee, das ist Heu. Das ist totes Gras. Okay, das ist jetzt nicht ganz so wertvoll. Cool, Leute, wir haben Schild gefunden. Wir haben ja auch die Quest, dass wir 5-mal blocken sollen, dachte ich. Ja, 5 Enemy Attacks sollen wir blocken. Warte mal eben. Dann würde ich das Schild mal eben ausrüsten. Wieso? Hätten wir. Cool. Das ist wirklich cool. Wie bei Skyrim. Na ja, gut, aber ich meine, das haben sie ja auch gesagt oder so. Zumindest hatte ich das so gelesen. Es ist halt, ich habe halt Cube World gesagt, aber eigentlich ist es irgendwie so eine Mischung aus Zelda und Minecraft irgendwie auch, ne? So ein kleines bisschen. Kann man das vielleicht schon sagen? Würde ich meinen. Hier ist noch eine Truhe. Hier ist noch ein gelbes Schild. Okay, das nehmen wir auch gleich noch mit. Ich hau mal die Wolle weg. Das ist ja von den Schafen. Ne? Oder die Kerzen. Oh, ich muss dann unbedingt... Ich werde... Ne, die Kerzen würde ich aber gern von meinem Zuhause behalten. Mach's mal so hier. Ah, ich habe auch noch Erde, sehe ich gerade. Die Erde braucht man vielleicht jetzt nicht unbedingt. Wobei, Niederhaus können wir aber dann uns irgendwie Brücken bauen. Deswegen würde ich die auch mal... Die können wir dann aber noch... Die können wir dann noch abbauen.
ganz ruhig beamen. An Erde kommen wir schneller ran als an Wolle. So, hätten wir.